Menschen recht. Menschen recht. Das Recht, Rechte zu haben. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Wann ist ein Recht da für die Entrechteten? Muss ich Staatsbürger sein? Muss ich weiß sein? Darf ich schwarz sein? Wie es hunderttausende verstaatenlosen Flüchtlinge in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts, denen Millionen von Displaced Persons in den 40er Jahren auf den Fuß gefolgt sind, haben die Frage der Menschenrechte wieder auf die Tagesordnung der lebendigen Politik gebracht. Die Nachkriegsbezeichnung Displaced Persons ist erfunden worden, um diese störende Staatenlosigkeit durch Ignorieren aus der Welt zu schaffen. Nicht Anerkennung der Staatenlosigkeit als Rückverweisung in ein Heimatland. Migranten. Vertriebene. Unserer. Kriege. Zuerst einmal haben die Rechtlosen die Heimat verloren. Unserer Gier. Das heißt, hinzu kam, dass die überwiegende Mehrheit der modernen Flüchtlingsmassen ihren Anspruch auf Asylrecht kaum nachweisen kann. Die neuen Flüchtlinge sind nicht verfolgt, weil sie dieses oder jenes getan oder gedacht hätten, sondern aufgrund dessen, was sie unabänderlicherweise sind, hineingeboren in die falsche Rasse, die falsche Klasse oder von der unrichtigen Regierung zu den Waffen geholt. Alle Staatsbürger büßen in einer Notlage ihr Recht auf Streben nach Glück ein. Niemand wird behaupten, dass in irgendeinem solchen Fall ein Verlust der Menschenrechte vorliege. Andererseits könnten diese Rechte selbst unter der Bedingung fundamentaler Rechtlosigkeit weiter funktionieren. Sicherlich genießt ein Staatloser in einer Internierungslage einer Demokratie größere Meinungsfreiheit als die Bürger eines despotisch regierten Landes. Von totalitären Staaten ganz zu Menschenrechten. Als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Jeder hat das Recht auf Leben. Artikel 2 Absatz 2 und auf körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Eingegriffen werden? Warum?
aus, du Naivling. Dass du potenziell in dir trägst. Entmenschlicht. Mach dich. Corona tot. Für die Welt, wie sie so ist, die vollständige
aus dem Atlas der Staatenlosen, Daten und Fakten über Ausgrenzung und Verteilung. Rechte für die Weltlosen. Wer politisch handeln und an der Gesellschaft teilhaben will, muss ihr Mitglied sein. Er muss dafür die Chance bekommen. Doch Staatenlose sind davon ausgeschlossen. Darum ist der Kampf gegen die Staatenlosigkeit einer für Menschenrechte.